Hallo zusammen, mein Name ist Simon Hall, ich bin Account Manager bei Production2Go und wir befinden uns hier heute auf der Form Next 2022 in Frankfurt und sind hier gemeinsam auf dem Robose-Stand. Ich möchte Ihnen jetzt mal eine Kleinigkeit über die Professional Line zeigen, um genauer zu sein, über den Plus Pro von der Firma Robose. Ein System, das ausgelegt ist auf Superpolymere. Das heißt, wir sind hier in der Lage, ein Peak zu drucken, wir sind in der Lage, ein Pack zu drucken, genauso aber auch ein carbongefülltes Polyamid. Bedeutet, wir sind hier ausgelegt auf sehr, sehr hochqualitative Polymere und sind in der Lage, die in einer sehr, sehr hohen Qualität und vor allem auch extrem schnell zu drucken. Denn genau das ist die Schwierigkeit im FDM-Druck. Und was wir hier in der Plus Pro Anlage von Robose sehen, ist ein Bauteil, das wir gerade eben gedruckt haben, ist ein Carbon-Polyamid und ist, um genau zu sein, ein Bauteil, das jetzt ersetzt wurde und zuvor eben ein Aluminium basiert war. Bedeutet, wir sind hier in der Lage, mit den Robose-Maschinen Metallbauteile zu ersetzen und somit einen Mehrwert zu bieten und vor allem eben auch den Leichtbau voranzutreiben und kleinere Stückzahlen in sehr, sehr hoher Qualität zu fertigen. Eine absolute Weltneuheit ist tatsächlich das neue biobasierte Polyamid von Robose, das wir auch mit der Plus Pro Professional Line von Robose verarbeiten können. Wir haben hier ein Beispiel für dieses biobasierte Material, das versetzt ist mit Naturfasern und somit tatsächlich einen 60% verringerten CO2-Abdruck hinterlässt und somit ein Material ist, mit dem wir sehr, sehr nachhaltig arbeiten können.